Boah. Alles klar. Wir müssen jetzt mit Professor Fick sprechen, zum einen. Aber wir haben ja gestern noch die Nachricht bekommen. Genau, die wollten wir jetzt erstmal lesen. So, kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in den Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Gespannt, was da jetzt gleich so Interessantes zu entdecken gibt. Bevor wir weitermachen, Ausrüstung haben wir uns ja gestern schon mal angeguckt. Auch für Schufe können wir jetzt nichts machen, aber bei der Karte vielleicht. Ich frage mich, ob wir. Ne, Karte von Hogsmeade bis jetzt nur, mehr haben wir noch nicht. Die Weltkarte kriegen wir dann. Ja, die kriegen wir noch. Okay, Aufträge, Eulenpost, Einstellungen, was ist das hier unten? Ah, moin Toasty, ne, alles klar. Ah, okay, das sind. Ach, die Belohnung muss ich noch alle einsammeln. Stark, okay, ich habe jetzt Handschuhe. Boah. Das ist schon echt ein heftiger Orgasmus. Boah. Digga, dieses Massageteil, das kickt mich gerade. Das killt mich. So, alles klar, dann haben wir. Was ist mit der Sammlung? Ach so, das sind dann sehr wahrscheinlich die Seiten oder auch Sachen, die man generell einfach mal so im Laufe der Zeit jetzt einfach kennenlernt. Alles klar. Ich glaube, wir gehen nochmal kurz aufs Inventory. Ey, ich muss nochmal hier oben auf meine Ausrüstung. Okay. Fahre zum Freischalten mit der Hauptgeschichte fort. Ich möchte mein Hippogreif nämlich bekommen. Okay, eigentlich wollte ich heute noch die Nebenstory machen. Oder ein paar Nebenstories. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal so ein bisschen auf die Hauptstory. So, wir müssen jetzt erstmal zu Professor Fick. Und die Melodie ist auch so friedlich. Was haben Sie jetzt vor? Gar nichts. Ey, das ist so ein starkes Teil. Lol. Ja, ich liebe diese Atmosphäre halt einfach, ne? Mit den ganzen Zaubern und alles. Das ist schon echt was Schönes. Boah, ich krieg immer noch krass Gänsehaut. So, ah, jetzt sind wir hier unten. Okay. Boah, die Tiefenschärfe ist so schön. Hat mir das Schaden gemacht? Nö. Ich kann auch nicht übers Länder springen. Okay, das ist schon mal wichtig zu wissen. By the way, ist das Ding hier unten schon aktiv? Warte mal, wo ist das? Ist das. Oder ist das hier unten? Nee, keine Ahnung, wo das ist. Okay, ganz egal. Ja, keine Ahnung. Hallo? Wolltest du es nicht mal aufmachen? Okay. Muss ich mich wohl durchrollen. Boah, Hogwarts ist so groß. Ah, nice. Eine neue Lohflamme entdeckt. Bin ich jetzt einfach nur voll den großen Umweg gelaufen oder war das schon der schnellste Weg? Das frage ich mich jetzt gerade. Warte mal, den Raum kennen wir doch. Den Raum kennen wir doch. Das ist der Raum. Ist das nicht der Raum von Professor Lupin? Wo die gegen den Irrwicht da trainiert haben? Das ist doch der Raum von Professor Lupin. Stark, Alter. Das ist der Raum einfach. Das ist der einfach. Stark. Boah. Ich muss das mal ein bisschen höher machen. Hier, mein Massagegerät. So, dann sprechen wir mal mit Professor Fick. Professor, schön, Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert.
Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Ranrock mit Victor Rookwood sprach. Ranrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Ranrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Dreibesen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Ja, denke ich auch. Ranrock und Rookwood wollen das Medaillon. Ja. Sir, zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Ranrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Pick. Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Ranrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Okay. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Professor Hackett, wo finden wir dich? Moin Nico, yo, die Story habe ich by the way gestern schon erzählt. Warte mal. Egal, aber dann haben wir das auf jeden Fall wenigstens voll gemacht. Oder muss ich die Quest erst noch bekommen? Ah ja, jetzt. Jetzt habe ich sie. Er führt mich die... Ja, führt mich schon direkt zu Professor Haggard. Okay, perfekt. Ah, nach unten. Perfekt. Hogwarts ist einfach so unfassbar schön. Warst du schon bei den fliegenden Treppen? Nee. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Auf jeden Fall gerne. Ich mache gerne Nebenquests. Nicht jetzt. Ich möchte aber schnell meinen Besen bekommen. Ach, Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Oh mein Gott, das ist cool. Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Okay. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden... Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Gekreuzte Stäbe gewinnen. Ja, perfekt. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage... Ich würde dir gerne helfen, aber nicht jetzt. Ich muss schnell weitermachen. Wem redest du? Mit dem NPC. Und selbst wenn, dann rede ich mit mir. Das ist alles ein YouTube-Format, das wird alles als Let's Play kommen. Also alles, was du gerade sagst, wird auch nahtlos mit hochgeladen. Davon wird jetzt nichts weggecuttet. Deswegen. Das ist ja, ich wollte es nur wissen, als Verständnisfrage, weißt du? Und ich sag's dir. Als Verständnis Antwort. Ich
Hier wäre noch jemand im Discord und ich würde ihn nicht hören. Nee. Ich rede hier. Alles klar. So. Das erste Video kommt ja auch heute Abend schon um 18 Uhr. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Womit habe ich das verdient? Okay. Ja. Kann ich dir helfen? Auf jeden Fall kannst du das. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Sebastian? Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich trete deinen Club bei auf jetzt. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Moin, Tyroden, auf jeden Fall. Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Hast du auch noch bis jetzt noch nichts verpasst? Das letzte, womit wir gestern aufgehört haben, da haben wir einen Brief vom Professor Fick bekommen. Mit dem haben wir jetzt geredet. Wir haben da über den Kobold-Angriff und, über den Troll-Angriff in Hogsmeade gesprochen. Und, jetzt geht's für uns in die verbotene Bibliothek. Oder in die Bibliothek, in die verbotene Abteilung halt. Und damit wir da halt rein können, müssen wir noch ein paar Sidequests machen, weil wir brauchen jetzt ein paar neue Zauber. Wir lernen jetzt gerade, wir lernen gleich Incendio, den Feuerzauber. Da hab ich Bock drauf. Ach so, nice. Ja, cool. Ja, dann viel Spaß auf jeden Fall. So, ich bin bereit. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Cooles Wortspiel. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Besser ist es. Auf jeden Fall. So, durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern, wie bei dem Levitationszauber Levioso. Zielanvisierung ist halt rechter Stick reindrücken. Erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze R, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Okay. Komm, wir schießen die mal erstmal in die Luft mit Akio zu uns und jetzt bräuchten wir noch Repulso eigentlich, um die nach hinten zu schießen. Boah, die kriegt gerade. Alter. Kriegt die gerade Damage. Ich auch! Ich hab gar nicht drauf geachtet! Oh mein Gott! Stupor. Boah. Macht Bock. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Das war auch knapp. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Danke. Ich hoffe, du kommst wieder. Ach, schade. Ja. Ich muss doch so oder so jetzt nochmal kämpfen. Ja, und jetzt? Mit Lucan Bradleyby durchführen. Wer ist das da? Achso, da. Da bist du. Kann ich mit der Puppe üben? Er muss sich ja wohl einmal, das ist ja das Training. Hallo, Lucan.
Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Yes. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Akio. Was ist das? Das ist einfach... Achso, normaler. Okay. Achso, wir lernen jetzt gerade Kombos. Ah, okay. Stark. Sehr gut gemacht. Oh mein Gott, man kann ja so einen Dauerkombos halten. Dabei habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das ist ja geil. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Ja, perfekt. Aber ich muss doch noch einmal kämpfen, oder irre ich mich? Nee, muss ich gar nicht mehr. Gut, dann gucke ich mal, ob ich jetzt dann schnell reisen kann. Wieso werden mir jetzt die ganzen Dinger nicht angezeigt? Ach, da. In welchem Stockwerk? Ich glaube, die Flamme ist näher dran. Aber ich muss mal aufhören, hier permanent konstant an den Dingern zu nuckeln. Hat er jetzt Professor Fick? Ja, hat er. Okay, perfekt. Ich find's halt einfach krass, dass der Raum von Professor Lupin ist. Sein Büro. Vielleicht mache ich das ein andermal. Du musst Feuerzauber erlernen. Ah, natürlich, natürlich. So, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? War sie im Südflügel? Gekreuzte Stäbe, zweite Runde. Habe ich das noch nicht gemacht? Also. Doch, aber. Hä? Warte mal. Was? Egal, wir gehen da jetzt einfach nochmal hin. Okay, gut, dann war das jetzt ein bisschen useless. Stark, stark. Ah, tatsächlich. Jetzt wird es mir erst angezeigt. Willkommen zurück. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Bereit für eine weitere Runde. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch ein paar Kombis drauf. Mal gucken. Mit deinem Partner an? Ja, ich finde Sebastian gar nicht mal schlecht. Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Na, das schauen wir nochmal. Verzeihung im Voraus. Gegen drei Gegner. Ah ja. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern wie dem Aufrufzauber Akio. Ziel anvisieren, erlaubt es dir Gegner. Ja, okay, gut. Alles klar. Oh. Potego. Ich bin noch voll das Dodgen gewöhnt von Dark Souls. Hey, hallo? Nein, ich wollte... Hey, ich bin noch... Hey, hallo, Dodgen. Nein, ich bin noch... Okay. Okay, jetzt muss ich noch ein bisschen lernen. Gut, dass ich das jetzt mache. Nein! Hallo! Stark. Hallo?
Nein, hat nicht connected. Confringo. Das ist so cool, die Kombi. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Es war aber vorhin wieder knapp und ich habe jetzt keine Healports mehr. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Alles klar, wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. So, jetzt habe ich das. Jetzt muss ich wieder zur Hecke zurück. Genau. Perfekt. Und André, du bist jetzt auch schon fleißig am Hogwarts grinden. Was sagtest du? Du bist jetzt auch gerade schon fleißig am Hogwarts grinden. Ja, ja. Nice. Hast du schon ein Haus ausgesucht? Also das Intro schon durch? Nee, noch nicht. Rebiose. Revelio. Ui, was ist das denn? Okay, ist, denke ich mal, einfach ein Stockwerk über mir. Das holen wir uns. Aber jetzt erstmal den Feuerzauber erlernen. Ah, Nozomi sagt, wir müssen einkaufen. Bis später. Jo, alles klar. Nice, nice. Alles klar, dann mach das mal. Dann würde ich sagen, bis später. Viel Spaß dir auf jeden Fall beim Einkaufen. Boah, Hogwarts ist auf jeden Fall echt groß. So, perfekt. Okay, das wird jetzt... ja, für die Leute, die jetzt das YouTube-Video schauen, das tut mir leid. Im Endeffekt ist jetzt nicht viel passiert. Wir haben jetzt ganz kurz nur mit der Lehrerin gesprochen. Wir müssen jetzt ins Handy lernen. OBS ist leider abgekackt. Okay. Incendio. Sehr geil, sehr geil. Okay. Gut gemacht. So, das kann ich jetzt wo reinpacken? Ja. Ich glaube, Reparo brauche ich gerade nicht. Incendio ist ein schwerer Schadenszauber, der zerstörerische Flammen auf kurze Distanz entfesselt. Okay, stark, stark, stark. Warte mal, ist das da hinten so eine Puppe, wo ich das üben kann? Ja. Incendio. Sie werden besser. Bleiben Sie in Jose und versuchen Sie nicht zu verbrennen. Moin. Na? Okay, alles klar, nice, nice.
So, und jetzt geht's nach oben zu Professor Fick. Optimal. Ich glaube, ich stelle mal bei OBS eine erhöhte, wie heißt das hier, Prozessorauslastung an. Dass er eine höhere Priorität hat. Vielleicht läuft es dann besser. Geht halt auch zu Lasten des Spiels. Deswegen muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Nö, es geht aber. Servus, Professor Fick. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Oh, hallo, Professor Mr. Black. Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Boah, ist das streng. Okay, mit dem möchte ich keinen Stress. Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Ist Professor Black nicht so ein feiner Typ? Also ist ja ein Unterschied, ob man nur streng ist oder halt ein richtiger Arsch. Ich bin mal gespannt. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ich habe eine Idee. Mr. Krabs, ich sagte, ich habe eine Idee. Wie bei SpongeBob. Aber leider kann ich meine Idee gerade nicht in die Tat umsetzen. Hallo, Sebastian. Sebastian, da bist du. Ach, die Geigen fliegen? Cool. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Oh, Slayer. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Danke, Sebastian. Bis später dann. Oh, der letzte Zug, der war hart. Ich muss fast husten. Nein! Nein! Und somit hat sich mein Handy auch endgültig verabschiedet. Ah! Geil. So. Ey, das kann's doch jetzt nicht sein. Weh, das wird geklippt. Dann ist was los. So. Moin, na? Ob die mich vermisst? Schmutz. So, Stativ. Wolltest du erstmal dahinter gehen oder
Sagst du heute lieber nicht. Alles klar, jetzt läuft's wieder. So, da hat sich meine Kamera gerade einfach verabschiedet. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Wie ein Tarnumhang. Okay, nochmal. Okay. Desillusionierung. Okay. Das ist Lumos. Das ist dessen Illusionierung. Okay. Das hauen wir dann mal auf. Levioso. So, und dann? Ganz leise. Nahe Gegner spüren und untersuchen verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du in diesem Auftrag versagt. Warte mal, wenn ich jetzt versage, ist dann vorbei so? Dann gibt es auch keinen neuen Try mehr oder was? Ey, warum drehst du dich jetzt hier hin? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Jo, als ob die das nicht gehört haben. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Oh. Stark. Stark, dass du es von alleine gemacht hast. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Der Schlüssel. Hier ist er. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. So, eine verbotene Abteilung. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie hinhaben möchtest. Ah, das ist natürlich gut, dass ihr mir das jetzt erst sagt. Vorsichtig.
Sind das Geister? Stark. Geister bewachen die verbotene Abteilung. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau. Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ach, hier. Warte mal, wir probieren noch mal Levioso. Levioso. Nö. Ins Händen. Levioso. Lumos. Nö, irgendwie krieg ich die Kiste noch nicht auf. Ah, ich weiß, was ich dafür brauche. Lumos. Was ist denn hier? Okay, jetzt brauche ich... Ist das der kopflose Nick? Nein, ist er nicht. Und die Stimme ist ja ganz, ganz schrecklich. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das wird Ärger geben. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, ich weiß es auch. Und zwar mit Reparo. Reparo. Blaue Lederhandschuhe. Ah ja, okay. Boah, der Trakt ist ja absolut riesig. Lumos. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Portal. Natürlich. Spuren alter Magie. Das war's. Was? Was geht ab? Lumos. Prächtiger Schal in Sena. Wo führt sie wohl hin? So, lassen wir noch mal gucken. Oder gucken wir mal, was hinter dem Athenäum ist. Das ist ja mal ganz, ganz big. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Was ist das da? Das war ja klar. Das sind Wachen. Das ist kein Problem. Nein, das war zu weit weg. Hey, hallo! Ich hab doch Protego gemacht.
Was? So kurz ist die Range nur? Ja, komm. Versuch mal näher ranzukommen. Was ist das da unten für ein Combo-Hit? Das interessiert mich. Oh. Ins Händchen. Das wollte ich wissen. Ob ich jetzt hier theoretisch dann meine, meine Zauber nochmal während des Kampfes switchen kann. Ich brauche Akio auch noch. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Okay, das ist big. Ah, dann kann ich damit so Special Moves machen, okay. Oder halt Leben wiedergeben. Ah, nee. Seht ihr das mit dem Leben? Das geht von alleine wieder voll. Das ist natürlich sehr big. Hey. Ins Händchen. Hä? Ah, so. Oha, okay. Boah, ich würde sagen, das ist mehr als knapp. Habe ich mir schon fast gedacht, dass da so eine Trap ist. Hier scheint es weiterzugehen. Aber wohin? Ja, okay, gut. Das Rätsel ist ja mehr als easy. Geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Okay, noch ein paar Truhen. Oh. Cash. Drachenaugenbrille mit goldenem Gestell. Wow, was war das denn? Akio. Ins Händchen. Den habe ich ja komplett... Was? Aus dem Leben gepumpt und plötzlich kommt der da an. Nein, ich wollte aber ausweichen. Wow. So, dann. Komm mal her. Es ist also doch ein Buch. Hm. Guck rein. Ich möchte wissen, was da drin ist.
Oh, hallo Laura. Oder besser gesagt, hallo Baby. Oh, auf den haben wir gewartet. Starker Move. Starker Move. Dann haben wir einen Gringotts gesehen. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, Professor Rockwood ist ganz komisch. Müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Das ist ja richtig krass gewesen. Also wirklich. Das war ja echt stark. Dieser Professor wird da, Sebastian. Dieser eine wird immer interessanter. Oh oh, wurde er gecatcht? Nee, doch nicht. In der verbotenen Abteilung, schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. So eine Petze. Wenn mich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian.
Stark, ey. Loyalität wird groß geschrieben. Ah, Peeves, ey. So eine nervige Person.